Sasukes Herz raste und er drückte sich immer enger an Naruto. Er konnte nicht anders, er musste es ihm sagen, jetzt und hier. Egal wie der Kleine darauf reagieren würde, er hielt es einfach nicht mehr aus. Es war fast so, als würden diese Worte Sasuke das Herz abschnüren und es unmöglich machen, weiterzuleben, wenn er sie nicht loswerden würde. Doch so einfach war das nicht. Naruto kuschelte sich an den Schwarzhaarigen und atmete dessen Geruch ein. Er liebte dessen Nähe, seinen Geruch, seine Anwesenheit, seine Wärme, seine Stimme, sein Zucken um den Mundwinkel, wenn er sich zwang, nicht zu lachen. Sein Lachen an sich? Eigentlich liebte Naruto alles an dem Magier und er war sich so sicher gewesen, nie wieder so empfinden zu können. Er war sich sicher gewesen, dass Itachi ihn zerstört hatte, ihn gebrochen hatte. Aber jetzt fühlte er sich nur noch sicher und geborgen. Tief in sich fühlte Naruto diese Bestie, dieses Tier, das in ihm lebte. Aber er hatte das Gefühl, solange wie Sasuke bei ihm war, konnte er das kontrollieren. Liebe schien eine viel größere Macht zu sein, als er es selbst immer geglaubt hatte. Viel zu früh hatte er das Vertrauen in dieses Gefühl verloren. Viel zu früh hatte er erleben müssen, dass im Namen der Liebe vieles kaputt gemacht wurde. Doch etwas im Namen der Liebe zu tun oder sie zu empfinden, war ein Unterschied. Naruto hatte auf einmal so vieles begriffen. Auf einmal ergab so vieles in seinem Kopf und in seinem Herzen Sinn, was er vorher für vollkommen sinnlos und unwichtig gehalten hatte. Diese Sehnsucht in ihm fand endlich jemanden, bei dem sie gestillt wurde. Dieses ungeliebte Gefühl wurde vertrieben durch eine tiefe Liebe, eine erwiderte Liebe, eine erfüllte Liebe, solange wie er bei Sasuke in den Armen liegen konnte. Am liebsten hätte er gerade angefangen zu schnurren, doch stattdessen begann er damit, seine Finger über den Nacken des Schwarzhaarigen gleiten zu lassen. Verzaubert von dieser weißen Haut bekam er schon gar nicht mehr mit, was er da machte. Vorsichtig lehnte er sich zu ihm und leckte zärtlich über Sasukes Halsbeuge. Erschrocken zuckte dieser zusammen. Was war denn mit Naruto los? Doch seine Fingerspitzen waren so zärtlich, so weich und vorsichtig, seine Lippen so warm und unsicher, dass Sasuke es nicht wagte, sich auch nur einen Meter zu bewegen. Glücklich schloss er einfach nur die Augen, wollte genießen, was der andere ihm gerade schenkte. Auch wenn er ein wenig Angst hatte, dass der Dämon in Naruto wieder zum Vorschein kommen würde. Dazu war er nur gerade viel zu schüchtern und zu zurückhaltend. Sasuke musste ein wenig aufkeuchen, als er spürte, wie Naruto an seinem Ohr knabberte. Dieser Kerl raubte ihm noch die letzten Nerven. Wollte er ihn wirklich scharf machen? Offensichtlich schon, denn gerade war Naruto damit beschäftigt, seine Hand unter dem Pullover von Sasuke wandern zu lassen. Ganz eben nur berührte seine Hand die warme Haut und dieser musste sich stark zusammenreißen, um nicht die Führung zu übernehmen. Allerdings wollte er Naruto keine Angst machen. Er sollte sich so weit vortasten, wie er sich traute. Alles, was Naruto ihm geben wollte, würde er annehmen und sich damit zufrieden geben. Zu etwas zwingen wollte er ihn auf gar keinen Fall. Naruto jedoch war ein wenig irritiert darüber, dass Sasuke so still hielt. Konnte der nicht auch mal was machen? Oder wollte er ihn vielleicht gar nicht? Dieser Gedanke wurde schnell wieder von dem Clown verworfen, als er Sasukes Hand auf seinem Rücken spürte, die ihn vorsichtig und schüchtern streichelte. Konnte es sein, dass der selbstsichere Uchiha gerade schüchtern wurde? Diese Tatsache ließ Naruto dann schon ein wenig schmunzeln. Damit hatte er wirklich nicht gerechnet, aber vielleicht war Sasuke genauso unsicher wie er gerade. Vorsichtig setzte sich Naruto auf dem Schoß des Uchiha zurecht und sah direkt in die dunklen, wunderschönen Augen vor sich. Sein intensiver Blick wurde erwidert und Sasuke versuchte überhaupt nicht auszuweichen. Beide verloren sich in den unendlichen Weiten des anderen, vollkommen losgelöst von der Wirklichkeit, sahen sie nur noch sich selbst. Langsam näherte sich Naruto den Lippen des Uchihas, welcher das mitbekam und nun ebenfalls dem Blonden entgegenkam. Millimeter bevor sich ihre Lippen trafen, sahen sie sich noch einmal tief in die Augen und suchten in dem anderen die Zustimmung, welche auch jeder bekam. Naruto schloss seine Augen einfach und spürte schon Sekunden darauf die Lippen von Sasuke. Ein Glücksgefühl durchströmte beide, für das jedem die Worte fehlte. Beinahe fühlte sich Naruto, als würden ihm Flügel wachsen. Eine Wärme ergriff ihn und als würde er von irgendwoher eine wundersame Stimme hören. Doch alles fühlte sich so unwirklich an, als würde er träumen. Nur die zögerliche Zunge von Sasuke machte ihm klar, dass es real war. Itachi war so ganz anders, so brutal und einnehmend. In diesem Moment wurde Naruto klar, dass sich die Brüder zwar ähnlich sahen, vom Charakter her aber total verschieden waren. Sasuke war einfühlsamer, ruhiger, auch wenn er sich alle Mühe gab, das zu verbergen. Mit der Zeit war Naruto klar geworden, dass sich jeder von ihnen eine Art Barriere aufgebaut hatte, jedoch jeder eine andere.
Langsam schaffte es Naruto zu begreifen, dass Sasuke eigentlich ganz anders war, als er sich am Anfang immer gegeben hatte. Allein, dass er ihm so vertraute, dass er ihn in seine Gefühlswelt hatte eindringen lassen. Natürlich kannte sich der Uzumaki nicht richtig damit aus, aber er spürte einfach, dass es was Besonderes war. Das machte ihn glücklich, und aus diesem Grund fühlte er sich auch nicht mehr unsicher, während er mit seiner Zunge die von Sasuke umkreiste. Er forderte den Uchiha etwas heraus, spielte mit der Zunge des Schwarzhaarigen und genoss im selben Moment die Zärtlichkeiten, die der Uchiha ihm gab. Sie spielten miteinander wie Kinder, forderten den anderen heraus und ließen sich bezwingen. Als Naruto spürte, wie ihm die Luft wegblieb, löste er sich zögernd von Sasuke. Mit glänzenden Augen sah dieser ihn an und lächelte. Es war ein warmes, freundliches Lächeln. Naruto, ich habe mich entschieden. Ich will mich einfach nur darauf konzentrieren, dich zu beschützen. Ich will auf dich aufpassen. Endlich weiß ich, wohin ich gehöre, nämlich an deine Seite. Ich will ein Magier sein. Zärtlich schloss er den Blonden wieder in seine Arme, während sich auf Narutos Wangen schon ein ungesundes Rot gebildet hatte. Und das war's jetzt? Fragte er unsicher nach. Auch Sasuke war leicht verwirrt. Tief in seinem Herzen hatte er sich doch entschieden. Er war sich sicher, dass es richtig war, den Weg eines Magiers zu gehen und Naruto zu beschützen. Allerdings hatte er mit sowas wie weißem Licht und viel Glitzer gerechnet. Aber es war noch alles so wie vorher, oder? Sasuke schloss die Augen und versuchte, in sich hineinzuhorchen. Doch Naruto hampelte auf seinem Schoß herum und wartete wohl offensichtlich noch auf eine Antwort. Dem Blonden war klar, dass Sasuke ihm gerade hatte sagen wollen, dass er sich für eine Seite entschieden hatte. Aber irgendwie war doch noch alles genau wie vorher. Womit Naruto genau gerechnet hatte, wusste er auch nicht. Vielleicht mit einem Knall und vielen bunten Lichtern oder so. Aber von dem war ja überhaupt nichts zu sehen. Sasuke war nicht minder verwirrt, zuckte jedoch nur mit den Schultern. Vielleicht war das ja einfach so, wenn man sich für eine gute Seite entschied. Lächelnd kuschelte er sich an Naruto. Und ich will dir noch was sagen. Itachi nickte ein paar Mal. Okay, soweit verstehe ich das. Also lebt mein Haustier in einem Zirkus? Das würde auf jeden Fall erklären, warum er immer wieder verschwunden war, wenn ich ihn beinahe gefunden hatte, und warum sich sein Aufenthaltsort immer wieder ändert. Deidara saß auf seinem Stuhl und betrachtete Itachi gar nicht weiter. Sein Blick war abfällig und wütend, beinahe so, als wollte er den Uchiha mit seinen Blicken sagen, dass er da auch von alleine drauf hätte kommen können. Während sich Deidara scheinbar mit seinen Fingernägeln beschäftigte, beobachtete Sasori ihn sehr genau. Ihm war es ein Rätsel, was mit Deidara los war und warum er so besessen von den Dämonen war. Jeder Einzelne hatte so seine Gründe, aber Deidara war nie zu durchschauen gewesen. »Ich geh dann«, rief Itachi noch und verschwand relativ schnell. So blieben Deidara und Sasori allein. Der Rothaarige betrachtete Deidara sehr genau. »Jetzt erklär mir mal bitte, warum du dich Itachi gegenüber immer wie ein totaler Vollidiot benimmst. Und vor allem, was du mit dem Dämonen vorhast.« Abfällig lächelte Deidara ihn an. »Und warum sollte ich dir das erzählen?« Sasori seufzte leise und ging auf den Blonden zu. »Weil ich dich verstehen möchte. Weil ich verstehen möchte, warum du so bist, wie du bist. Ich möchte dich kennenlernen, Deidara, so wie du wirklich bist und nicht so, wie du dich gibst. Diese kalte Art, das passt einfach nicht zu dir. Das bist doch nicht wirklich du.« Leise lachte Deidara auf. »Dann habe ich auch zwei Fragen an dich. Erstens, was geht dich das an? Und zweitens, seit wann bist du so einfühlsam? Sonst hat dich auch nie interessiert, was ich mache, genau wie die anderen. Und so sollte das auch bleiben. Ich brauche deine Hilfe nicht, ich brauche dein Verständnis nicht. Bald werde ich niemanden mehr brauchen und mein Ziel habe ich auch bald erreicht. Wenn du mich dann verstehst, ist es früh genug.« Schon war Deidara in einer weißen Rauchwolke verschwunden und Sasori war genauso schlau wie vorher. Deidara erschien in der Zwischenzeit in einem Kerker. Er lag weit unter der Höhle, in der er mit den anderen lebte. In einem Verlies wimmerte jemand leise vor sich hin und Deidara eilte auf ihn zu. In diesem Verlies saß ein Junge, ein kleiner Junge, höchstens 16 Jahre alt. Die langen, blonden Haare fielen ihm strähnig ins Gesicht und die blauen Augen sahen sich mit traurigem Blick um. »Zuge? Zuge, sieh mich an!« flehte Deidara den Jungen an, doch der schien überhaupt nicht auf ihn zu reagieren. »Zuge, bitte sieh mich doch nur einmal an, damit ich weiß, dass du noch am Leben bist. Bitte, Brüderchen, sieh mich an!« Deidaras Worte wurden immer flehender, doch der Junge bewegte sich nicht einen Millimeter. »Verdammt!«
Wenn man dich damals nicht verzaubert hätte, wäre mir vieles erspart geblieben. Aber ich konnte schon damals nicht auf dich aufpassen. Es tut mir leid, flüsterte Daedra und erinnerte sich daran, wie es überhaupt zu all dem hier kam. Daedra starrte den Mann mit den schwarzen langen Haaren an und diesem schlangenartigen Gesicht. In seinen Armen hielt er seinen kleinen Bruder, der wild um sich schlug und wütend zeterte. Lass mich los! Daedra ging auf ihn zu, wollte seinen kleinen Bruder retten. Da griff der Kerl enger um Zuges Hals und drückte zu. Der Blonde konnte sehen, wie sein Bruder die Energie ausgesogen wurde, wie er immer schwächer wurde und zum Schluss einfach auf den Boden fiel. Und Daedra konnte ihn nicht einmal aufhalten. Orochimaru lächelte ihn an. Na, Kleiner, du konntest deinem Bruder nicht helfen. Und er wird nie wieder normal werden. Nie wieder wird er mit dir sprechen. Und er wird nie wieder der Alte sein. Wenn du ihn zurückholen willst, musst du schon der beste Hexenmeister werden, den es je gegeben hat. Solltest du das schaffen und irgendwann für mich arbeiten, lasse ich mich vielleicht dazu hinab, deinen Bruder zu retten. Bald schon würde Daedra soweit sein und mit der Hilfe der Dämonen würde er es auch schaffen. Dann hätte er bald schon die Macht, die Orochimaru suchte, und dann würde er ihn auch anstellen. Sein kleiner Bruder wäre endlich gerettet. Ich hol dich da raus, murmelte Daedra noch einmal und sah seinen Bruder traurig an. Ich hätte auf dich aufpassen müssen, Zuge. Aber bald hat das ein Ende und wir werden wieder so leben können wie früher. Unsere Eltern und unsere Schwester konnte ich nicht vor der Schlange retten. Aber ich werde nicht zulassen, dass ich dich auch noch verliere. Die traurigen, hellblauen Augen des Jungen zuckten kurz und schienen tatsächlich auf Daedra zu reagieren. Doch der Blonde wusste ganz genau, dass er sich dieser Illusion schon viel zu oft hingegeben hatte und sein Bruder noch immer in dieser Art Koma gefangen war. Nur Orochimaru würde ihn retten können, und dafür war er bereit, alles zu tun.